Arbeitsmarkt. Sie haben ein deutlich höheres Risiko, langzeitarbeitslos zu werden. Insgesamt spürt man dennoch eine deutliche Erholung von den Folgen. Hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, was haben wir hier? Unseren BMW, den E61. Und zwar, ja, soll ich den, ich sag mal, schön gesagt, an Mann bringen. Und ich sag mal, das tue ich ja gerne. Ja. Sowas tue ich gerne. Ich bin da echt mal gespannt, was da so für Gesellschaften auftauchen, um dieses Auto sich anzuschauen, wie auch immer. Ja, ich bin da mal echt gespannt. Morgen eben abmelden. Ja, Tank ist fast leer. Also, ich habe den Service gemacht. Der hat neuen Service bekommen. Natürlich ist das alles schon Gott sei Dank online hinterlegt, bar, so dass da keiner mehr im Service rumfuschen kann. Also der Kilometerstand ist echt. Der ist jetzt nicht gemunkelt, gemauschelt oder sonst irgendwas. Die Sonne, die scheint auch wieder ganz prima. So. Ja, bis auf diese Parkdistanzkontrolle, dass die Zirkus macht, ist jetzt auf jeden Fall erstmal so nichts drin gewesen, augenscheinlich. Ja, läuft, würde ich sagen. Bin da echt mal gespannt. Also wie gesagt, ist ja, ne, 5er ist ja nicht schlecht, ist ja alles gut und schön, ne, aber wenn da irgendwas kaputt geht, ne, dann ist ja immer, ja, das geht dann gleich ans Kapital, würde ich sagen. Also, für mich wäre das garantiert nichts, weil ich mag sowas nicht. Wenn da irgendwas in den Arsch geht, dass das gleich so teuer wird, ne. Ja, bei dem hier im Moment ist ja so nichts zu, ja, ich sag mal, erstmal ein Licht auf Automatik stellen, hat er ja auch. Ja, also, der hat so ziemlich alles, was BMW so alles zur Verfügung stellen konnte. Der hat sogar hier oben schon diese komische SOS-Taste. Das ist unglaublich. Da fortschrittlich und Sicherheit und sowas würde ich nichts gegen sagen. Aber BMW, die nehmen sich da schon eine extra Schippe raus, die man dann sich auf den Markt schmeißen muss. Und ganz ehrlich, ja, kostet halt Geld. Ja, ich bin jetzt auch auf eins gespannt. Ich bin jetzt mal echt gespannt auf dieses Geräusch, weil das soll, da soll irgendwie wieder ein Geräusch sein, keine Ahnung. Aber ich bin jetzt echt mal gespannt, weil er ist da jetzt von sich zu Hause bis hier oben hingefahren. Der wohnt ja nicht hier, sondern der wohnt etwas weiter. Und das Geräusch hat sich BMW auch nochmal zugute geführt. Hat dann die Gelenkwelle ausgebaut, hat dann die Gelenkwelle neu geschmiert, weil die gesagt hatten und riesengroße Klappe hatten. Ja, daran liegt das. Und das sehen wir so, das haben wir schon öfters gehabt. Und siehe da, das Geräusch war wieder da, trotz der reparierten Geschichte da. Ja. Hat BMW selber ein bisschen, naja, dann waren sie kleinlaut. Ja, so ist das. Aber wir wissen Bescheid, wir wissen genau, was läuft. Ja, eben nicht. Ja. Ich würde mal sagen, ich melde mich gleich wieder, wenn ich das Geräusch hören oder sonstiges. Tja, Leute,
Also, ich bin jetzt ein paar Kilometer gefahren und es ist so eine Stille hier drin. Nichts da. Keine Geräusche, nichts. Alles so, wie es sein soll. Tja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Aber er läuft gut. Also von der Laufkultur her oder sowas, ne, will ich nichts sagen. Also das ist schon... Das ist schon gut. Das ist schon gut. Also da kann man nicht dran meckern. Das ist... wie gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber und dieses... der fade Beigeschmack, wenn was kaputt geht. Ja, aber welches Auto kostet kein Geld? Na gut, dann nehmen sich die Münchner eine Schippe mehr, aber wenn man es selber kann, alles gut. Aber die Teile kosten trotzdem. Und man bekommt nicht alles und jedes Teil irgendwie als Nachbau, Nachkauf, wie auch immer. Ja. Aber er läuft gut. Bislang jetzt. Alles gut. Alles chico. Läuft ruhig. Also bewegen lässt sich so ein Auto mit 6,5 Liter. Also für die Größe ist das eigentlich schon in Ordnung. Ne? Aber bei den Spritpreisen im Moment können 6,5 Liter auch viel sein. Aber ich finde nicht. Für die Größe des Fahrzeugs und das, was man bekommt, ist es okay. Ja. Man muss es ja mal so sehen. Ist ja kein Kleinwagen. Ne? Das ist ja schon eine obere Mittelklasse. Ich bin überhaupt mal gespannt, wer sich für so ein Auto überhaupt interessiert. Ich könnte mir das genau vorstellen, wie das wieder abläuft. Aber dieses Auto geht garantiert nicht für Kamele weg oder für Teppiche oder sonst irgendwelche Tauschgelegenheiten. Das ist hier nur noch Bares ist Wahres und die Preise sind im Moment hoch. Egal welcher Gebrauchtwagen das ist, dann kann man locker noch einen Tausender mehr raushauen. Weil im Moment gibt es keine Neuwagen. Ne? Die Autohäuser sind leer und Gebrauchtwagen sind dementsprechend gefragt. Auch diese Modelle. Und ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass man das eine oder andere Sümmchen sich da schon mehr raushauen lässt. Gut, wir werden sehen. Lass uns einfach mal überraschen, würde ich sagen. Ich würde sagen, bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall wieder, wenn es wieder heißt, sonntags, Frühschau. Ich gruße dann nochmal Runde und ihr schaltet ab. Alles klar, haut rein.